Wir probieren es auf Musik, ist ja euer erstes Mal und vielleicht auch das letzte Mal. Unsere Serie Mein erstes Mal heißt heute Unser erstes Mal. Denn wir sind alle Mitglieder der Sportredaktion, Sportblitz-Redaktion, können ganz gut aus der Reihe tanzen, aber miteinander, das haben wir noch nie versucht. Formationstanzen, die große Schule. Wir haben uns den besten Trainer gesucht, den es dafür gibt, Roberto Albanese. Bleibst du bei ihm? Erstmal werden wir zugeteilt nach Körpergröße und Kampfgewicht. Nix freie Auswahl. Formationstanzen ist kein Wunschkonzert. So. Vor, am Platz, cha, cha, cha. Von den 5 lateinamerikanischen Tänzen hat der Trainer für uns den Cha-Cha ausgesucht. Nur einen Tanz. Wir haben auch nur 2 Stunden Zeit, um irgendetwas auf die Beine zu stellen. Ein klägliches Unterfangen. Aber die Angst vor einer Blamage kann uns nicht stoppen. Dann geht's dem Partner an die Wäsche. Aber korrekt. Hals-Nackenwirbelsäule von hier lang. So, und diese Arme werden jetzt erstmal im Rahmen muskulär nicht verändert. 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4. Am liebsten trainiert Roberto Fortgeschrittene und Weltmeister. Cha-cha-cha. Ich trainiere genauso gut Anfänger, aber man muss halt auch ehrlich sein, ihr seid ja noch keine Anfänger. Also ihr seid vor dem Stadium Anfänger insofern. Insofern sind wir schon nach einer halben Stunde fix und fertig. Auf was haben wir uns da bloß eingelassen? Ich merke, dass es mit Musik und wenn man dann mit der Partnerin da ist und die einen so ein bisschen anlacht, dass man da auch ein bisschen Freude dran hat. Aber ich glaube, dass es nicht zu mehr, bei mir zumindest, reichen wird als zu einem Minimum an Grundschritt. Bei der dritten komme ich immer raus. Wenn du nicht schreien würdest, nach vorne, immer hinter mir, würde ich das gar nicht hinkriegen. Ich tanze permanent aus der Reihe. Also irgendwie viel zu weit nach rechts, viel zu weit nach links. Also ich bin dann noch mit dem Grundschritt total überfordert, ehrlich gesagt. Und dann noch drehen und auf alle anderen achten. Also mir schwirrt ein bisschen der Kopf. Cha-cha raus, vor Platz. Wir sind ja auch zum Lernen hier. Cha-cha raus. Jetzt aber mal in Reih und Glied mit Musik. 3, 4, 1, 2, 3. Ich finde, das ist das perfekte Teambuilding für jede Redaktion und bestimmt auch für jede andere Arbeitsgruppe. Gerade weil wir in der Redaktion tatsächlich wirklich so ein gutes Team sind, hat das in dieser kurzen Zeit, also 2 Stunden ist ja eigentlich für Formationstanz nicht lang, deswegen auch schon so gut funktioniert. Also, dass wir überhaupt was auf die Beine gekriegt haben, hätte ich nie gedacht. Nur ein Tanz, von Choreografie keine Rede. Nur unser Respekt vor dieser Sportart wächst und wächst. Zum guten Schluss wenigstens noch posieren in Formation. So, Arm durchstrecken nach oben. Ja. So, und die Männer nehmen den linken Arm zur Seite und präsentieren ihre Hand. 1, 2, 3, 4 und 1. 1, 2, 3, 4 und 1. Na bitte. Geht doch. 1, 2, 3, 4 und 1.